Was bedeutet für dich, von den Kameraden gewählt zu werden? Es ist natürlich ein schönes Gefühl. Es sind ja auch nicht nur meine eigenen Kameraden, sondern auch die gegnerischen Spieler. Und ja, ich danke natürlich all den Spielern, die für mich gewählt haben. Es macht mich natürlich stolz und es bestätigt natürlich meine Leistung, die ich gezeigt habe in 2019. Was sind deine Ambitionen nach dem Debüt von der Nationalmannschaft? Ja, sicherlich bin ich erstmal sehr stolz darauf, dass ich mein Debüt auch geben kann. Und natürlich ist das Ziel, weiter in Debüt zu bleiben. Ich glaube, das ist sicher mal nach dem Debüt der nächste Schritt, weiter in Debüt zu bleiben. Und natürlich Geduld haben und auf meine Chance warten. Hast du dir auch schon Gedanken gemacht, was du nach deiner Karriere machen willst? Gross noch nicht. Für das kümmert sich meine Familie ein bisschen darum. Aber klar ist auch, dass die Sache nach der Karriere, also die Karriere hört irgendwann auf. Und dann muss man natürlich weiterhin schauen, was man macht. Und das besprechen wir eigentlich auch öfters in der Familie. Eigentlich. Aber konkret weiß ich jetzt noch nicht genau. Und die letzte Frage: Hast du schon Erfahrungen können machen mit Rassismus? Ich persönlich nicht, nein.